Lufthansa kommt zu einer Entscheidung mit dem 380er. Vielleicht gibt es eine Entscheidung zusammen mit der 777 und der 380. Weiter geht's. Carsten Spohr macht Draghi Druck in Bezug auf ITA. Massive Flugausfälle bei der Tochter Eurowings. Man hat dort massivste Personalprobleme und Oman Air hat die OneWorld-Mitgliedschaft verkündet, verzogen quasi fast. Also insofern, in 2024 geht's da richtig los. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meinung, mehr Punkt und vor allem auch mehr Status zu bringen. Wichtig sind wir heute in der Lounge im Grand Hyatt in Berlin. Deshalb haben wir immer Geräusche im Hintergrund. Ich hoffe auch, dass ich die Leute nicht störe, wenn ihr wieder fragt, warum ich so leise rede. Ist in der Lounge, weil andere Leute gerade Kaffee und Kuchen haben. Das erste Thema ist die 777, aber auch der 380er. Das geistert ja schon jetzt seit ein paar Tagen und Wochen rum, dass Lufthansa den 380er eventuell reaktiviert. In Doha hat Carsten Spohr bei der AGM der IATA ja gesagt, dass er sich im Moment alle Lösungen vorstellen kann. Wichtig ist aber, dass der Flieger erst in 2023 in die Luft geht. Das heißt also, man braucht 9 Monate Vorlauf. Das Problem ist die Verspätung der 777X. Das Problem ist, dass die 340-600er auch fast alle aktiviert sind, weil man einfach Flugzeuge braucht. 777 normale 300er ER gibt es bei der Lufthansa schon, hat man bei der Cargo, hat man bei der Swiss. Also insofern wäre das eine Komplementierung der Flotte, wäre also kein großes Problem. Aber reichen wohl auch irgendwie nicht und kommen auch nicht schnell genug. Aktuell gibt es nur 14 Pilotinnen und Piloten, die noch eine 380er-Lizenz halten. Und man nennt das ja Current in der Sprache der Aviation. Man dürfte damit dann den Flieger fliegen. Aber man würde damit dann halt auch wirklich die Crews dann lieber auf den 350ern einsetzen. Aber es würde eine Lösung geben, die die 350er-Crews auch auf die 380er lassen würden. Natürlich mit einem Differential Training wieder und so weiter, also um alles zu aktivieren. Ja, was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr lieber 380er, lieber 777 oder sagt ihr, hey, beides ist geil, beides ist toll, beides ist cool? Oder sagt ihr mir eigentlich beides Wumpe, Hauptsache die haben die neue Business Class, was der 380er wahrscheinlich ja nicht haben wird, auch wenn mal die Parole dazwischen war, dass man da eventuell etwas macht. Wo man eventuell etwas macht, das ist letzte Woche gewesen, da hat Carsten Spohr laut der Corriere della Sera, die italienische Zeitung habe ich ja öfters zitiert, hat er gesagt, dass man nicht zufrieden ist, denn wir merken, dass sich die Privatisierung zu verzögern scheint. Und diese Verzögerung ist natürlich für die Alitalia oder ITA, wie sie jetzt heißt, nicht gut, sagt Carsten Spohr. Und deshalb macht er Druck, hat dem Herrn Draghi geschrieben, aber Draghi war ja mit Herrn Scholz und Macron in Kiew, hatte was anderes zu tun, als den Brief von Carsten Spohr zu beantworten. Und Lufthansa will halt die 1 Milliarde investieren. 20% sollen beim Staat bleiben, damit wollen sie 80% bekommen. 23. Mai waren die Angebote eingegangen. Im Juni sollte ja in Italien entschieden werden, was passiert. Aber da passiert nichts anscheinend. Und deshalb ist man da jetzt etwas, ich will nicht sagen pikiert, aber man macht da Druck. Ich weiß nicht, wie man da Druck machen kann. Man arbeitet in Italien halt, weil man arbeitet. So ist das einfach und da hat man eine etwas laissez-faire Art, was die Italiener ja nicht unsympathisch macht. Was unsympathisch ist, ist Eurowings im Moment. Eurowings hat massive Ausfälle, einfach weil sie Personalprobleme haben. Und es gibt verschiedene Verbindungen von Nordrhein-Westfalen, die gestrichen worden sind. Man hat Flüge abgesagt. Dadurch ist natürlich die Laune bei tendenziell minus null in den Flughäfen. Betroffen waren Flüge nach Nizza, Budapest, Wien, Berlin, aber dann auch in Köln, Bonn, Zürich zum Beispiel. Aber auch in Salzburg gab es bei der Eurowings ja richtig Probleme. Der Hauptgrund ist der Krankenstand. Also sind zu viele Leute krank. Die überraschende Abmeldung bestiegen für kurze Zeit unsere vorgehaltenen Reserven, so sagt man es. Weshalb wir einige Flüge bedauerlicherweise nicht durchführen konnten. Alle betroffenen Fluggäste schnellstmöglich eine alternative Lösung anzubieten und bei vorliegenden Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung zu erbringen. Ja, nur das Problem ist, wenn die industrielle Herausforderung, wie die Eurowings-Sprecherin das Ganze nannte,
150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen in der Luftfahrtbranche, dann sollte man die Fliege ja nicht anbieten. Ich weiß nicht, ob ihr gestern zum Beispiel Hart aber fair gesehen habt. Da war es ja auch so, dass der Vertreter der Fluggesellschaften etwas laissez-faire das Thema angegangen hat und hat auch immer lieber auf andere gezeigt, die was falsch gemacht haben. Aber ich denke mal, wenn man Flüge anbietet, dann sollte man da ganz klipp und klar diese angebotenen Flüge auch zumindest durchführen. Ne? Also das wäre ja was. Ich finde das natürlich gut, dass Flüge gestorniert worden sind oder gestrichen worden sind, auch schon im Vorlauf, weil man merkt, man kann es nicht liefern. Also insofern ist das eine richtig gute Entwicklung, aber es hilft natürlich im Einzelfall nicht den Leuten, die diese Flüge gebucht haben, wegen der Verbindung. Da sollte man jetzt gucken, ob die Flüge noch geht. Es gibt ja auch anscheinend Leute, die Flüge checken täglich und dann feststellen, dass der Flug nicht mehr käuflich zu erwerben ist, aber sie noch keine Mitteilung von der Fluggesellschaft bekommen haben. Da sollte man schauen, dass man eine Ersatzbeförderung schnellstmöglich bekommt, damit man nicht am Tag des Abfluges oder so ein böses Erwachen hat. Ganz wichtig ist in solchen Fällen ja auch, die Flüge sind ja auch bei anderen voll, also dass ihr da nicht irgendwo stehen bleibt. Natürlich ist das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, wenn man das Bodenpersonal da anflaumt, weil das sind auch nur Dienstleister. Da würde ich da von Abstand nehmen, seid einfach nett zu den Leuten, weil die tun das Beste, was sie tun können in dem Bereich. Also insofern, benehmt euch. Oman Air geht zur One World, das ist ja schon lang bekannt. Und Oman Air hat das ja gestern auf Twitter gesagt, we are excited to announce that we will soon be joining the One World Alliance. Es dauert immer so ungefähr anderthalb Jahre, bis man dann auch wirklich ein Vollmitglied ist. Und Oman Air ist ja eher bekannt, dass sie in Maskat gewachsen sind, waren ja auch irgendwie Gulf Air, sind dann von der Gulf Air rüber zur eigenen Fluggesellschaft mit Oman Air, haben Sindbad ein Programm. Ich habe die immer persönlich sehr positiv wahrgenommen, haben ja auch mit 787er schöne Flugzeuge. Und sie sind jetzt quasi auf dem Ticket der Qatar Airways in die One World reingerutscht. Ich glaube auch, dass das eine sehr gute Ergänzung ist, einfach nochmal zusätzlich für alle, die One World fliegen wollen und Meilenpunkte-Status sammeln. Insofern auch der neue Flughafen in Maskat. Also neu ist er ja gar nicht mehr. Ich habe ihn ja auch schon jetzt vor ein paar Jahren schon das erste Mal benutzt. Finde ich eine gute Sache. Kommentiert einfach unten, was ihr davon haltet. Und ganz, ganz wichtig, auch wenn ich es am Anfang nicht gesagt habe, habe ich einen Abonnierbefehl gesagt? Ich glaube, ich habe einen Abonnierbefehl nicht gesagt. Den sage ich euch jetzt. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert unten und vor allem lasst uns ein Like da. Heute Abend ist ja auch Stammtisch in Berlin. Werd das hochladen. Wir werden wahrscheinlich schon voll im Gange sein und einen trinken. Also, danke, dass ihr heute dabei wart und bis morgen in alter Frische, dann von der ILA. Also bis dann, ciao.